also Taylor Swift ist schon, also vor allem im letzten Jahr oder in den letzten Jahren, sehr begleite ich höre Musik schon ewig eigentlich. Ich muss sagen, ich bin schon ziemlich viel drin. Ich gucke ziemlich viel auf Instagram, was sie macht und verfolge auch. Und sie bringt ja jetzt auch bald ihr neues Album raus. Und das habe ich mir auch im Kalender eingetragen, weil ich wirklich ein riesen, riesen Fan von ihr bin irgendwie. Und ich wäre eigentlich so unfassbar gerne zu ihrer Eras-Tour gegangen. Aber wenn sie in Deutschland ist, sind Olympische Spiele. Und deswegen, ja, konnte ich keine Tickets kaufen, sonst wäre ich gerne dabei gewesen. Trotzdem gibt die Musik mir einfach unfassbar viel und ich tanze auch jedes Mal. Ich glaube, die Leute im Callroom denken, ich bin schon bescheuert, aber das ist so meine Art, mit der Aufregung umzugehen. So ein bisschen die Musik zu hören zu Taylor Swift und dazu ein bisschen so zu singen, zu tanzen. Und ja, es gibt mir einfach unfassbar viel Kraft. Ich habe schon so viel vergessen. Ich bin wirklich die Schlimmste, was das angeht. Ich vergesse, ich komme auch öfter mal wirklich zu spät oder also. Meine Mannschaft hat schon manchmal es nicht so leicht, weil ich viele Sachen vergesse. Aber deswegen bin ich froh, dass ich ein Team habe, was auf mich aufpasst und dass ich manchmal nicht so über meine eigenen Füße falle oder meine Sachen vergesse und dass sie dann immer so lieb sind und manchmal für mich mitdenken und sagen, okay, ja, die ist so, dann nehmen wir die Badelatschen mit, wenn die die vergessen hat. Und ja, sonst wäre ich schon. Und viele Sachen ärmer, glaube ich. Ich hatte schon wirklich meinen halben Haushalt, glaube ich, irgendwo oder meine halbe Schwimmutensilien irgendwo liegen lassen, überall auf der Welt.